Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Jetzt ist der Blitz an. Gut, dann bleibt er jetzt mal an. Ich habe keinen Bock, jetzt schon wieder das Video zu verändern. Ich habe eine zweite Declutter-Serie. Das wird in drei wahrscheinlich Videos aufgeteilt, wenn nicht noch mehr. Denn ich habe meine Schminksammlung am Wochenende, nee, die Woche, letzte Woche immer mal wieder durchschaut. Immer pro Schublade. Hab geguckt, hab rausgeholt, hab geswatcht. Hat mir nicht gefallen, hab ich raus. So war das, weil ich eine kleine Krise gekriegt habe mit den ganzen Sachen. Ich werde euch zeigen, was gegangen ist an Paletten. Zum einen haben wir Make-up Revolution. Ist eine tolle Marke. Ich mag das Packaging nicht, wenn man nicht durchschauen kann. Und man hat so viele Make-up Revolution Paletten. Das ist die Golden Sugar. An sich eine ganz, ganz wunderschöne Palette. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja? Also die Farben sind super, super klasse pigmentiert. Aber ich werde es nicht nutzen. Das ist einfach so. Das werde ich nicht benutzen. Deswegen fliegt die raus. Dann habe ich das Offline-Set. Das habe ich. Das werde ich nicht benutzen. Keine Ahnung warum. Tolle Farben, ja. Aber vielleicht freut sich jemand anderes. Ich muss mal ein paar Sachen verkaufen. Gerade diese hochwertigen, ja. Die nicht, ja. So, Drogerieschnapper, 1, 2 Euro sind. Ich meine, die kostet ja auch fast 22 Euro, bin ich der Meinung. Und ja, habe ich mir vor 2 Jahren, glaube ich, gekauft. Tolle Pigmentation, aber irgendwie, mich hauen halt irgendwie die Farben nicht so um. Ich weiß es nicht. Es ist nicht mehr meins. Und dazu die passende Blush-Palette noch. Werde ich nicht benutzen, denke ich mal. Ich greife eh schon so selten zu diesen Paletten. Obwohl es echt eine gute Palette ist, dann dieses Blush. Ich weiß nicht, was mich dabei geritten hat, diese Blushfarben zu probieren. Lila und Pink. Überhaupt nicht meins. Trage ich unwahrscheinlich ungern auf den Wangen. Deswegen fliegen die zwei raus. Dann habe ich eine Essence Eye Flirt Palette. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also noch gar nicht mit euch verwendet. Eine tolle Palette, muss ich sagen. Wirklich tolle Schimmertöne. Der einzige, der mich so catcht, ist der hier. Weiß nicht warum. Und der hier da oben. Die zwei, die catchen mich. Aber das war's auch. Tolle, schöne Farben. Hätte ich nur diese, würde ich sie wahrscheinlich auch benutzen. Diese drei Farben hier. Wunderschön. Das war übrigens, ja, Party-Look. Tolle Palette, wird aber meine Sammlung verlassen. Bevor ich sie überhaupt ausprobiere. So, vielleicht freut sich jemand anderes drüber. Ich meine, man muss einfach auch abwägen, was hat man, was benutzt man eher. Ich habe so tolle High-End-Paletten mittlerweile, ja, und benutze die nicht mal, weil ich so viel Drogeriekacke habe. Ja, wo ich mir dann denke, oh, zu schade. Nee, Ina, so nicht. So nicht. Dann habe ich hier ganz, ganz viele, ja, Fändchen, die ich nach und nach aussortieren werde. Und zwar eigentlich die ganzen bunten hier. Das ist noch von Catrice, glaube ich. Und das ist von L'Oréal, bin ich der Meinung. Nee, das war der Metal. Genau, das ist ein ganz, ganz toller Ton. Also diese untere Reihe werde ich aufheben. Und diese alle gleichen Töne, die werde ich ja abgeben. Das sind so. Das war eigentlich eine Palette. Schaut mal, wie schön metallisch. Den werde ich auf jeden Fall aufheben. Wohin ich auch immer den tue. Die Palette wird ausgemischtet. Also vielleicht behalte ich auch die Palette und mische die Lidschatten aus. Denn die Palette hat auch mal 15 Euro gekostet. Wobei ich überhaupt nicht finde, dass es 1 Cent wert war, von MAC die Leerpalette zu kaufen. Ich finde die viel zu globig. Dann habe ich noch so einen Kandidat. Wunderschön. Habe ich mir damals echt gerne gegönnt. Das ist die hier. Das ist Sweet Glamour. Wollte sie nicht aussortieren, weil sie halt eben etwas teurer war. Aber ganz ehrlich, wann habe ich sie benutzt? Ich habe sie euch einmal gezeigt und habe sie dann noch mal eine Woche versucht zu benutzen, aber irgendwie ist es nichts draus geworden. Ja, die werde ich auch abgeben. Also ich weiß es nicht, ob ich es bei eBay Kleinanzeige reinsetze, keine Ahnung, irgendwo. Ja, weil irgendwie will ich nicht alles vertauschen, weil dann habe ich ja genau wieder so viele Dinge, sage ich mal, wie ich rausgemacht habe, habe ich auch wieder drinne. Dann habe ich noch eine ganz, ganz tolle Palette. Die hat mir auch sehr gut zugesagt. Greife ich aber nicht zu, weil sie zu groß ist. Aber für jemanden, der wirklich so eine Palette braucht,
Bitte, es gibt genug Mädels, die sich mit größeren Paletten gerne schminken. Das ist die Modern Neutrals 28 Color Eyeshadow von BH Cosmetics. Ich swatch euch die mal. Tolle Pigmentierung, ohne Glitzer wäre noch schöner. Aber das ist ganz, ganz tolle Palette. Dann haben wir noch einen Schatz. Ich mache mal kurz die Kiste sauber. Dann habe ich jetzt verschiedene Dinge aussortiert. Die liebe Anna hatte mir ein Päckchen zusammengestellt. Darüber habe ich mich mega gefreut. Ganz, ganz tolle Schätze waren dabei. Von Revival de Luxe zum Beispiel. Zum einen war der Tropical Highlighter Blusher dabei. Hard Blusher. Den habe ich tatsächlich schon bei mir. Der fliegt jetzt auch weiter. 10 Gramm Blush kann ich nicht aufbrauchen. Das ist ja unrealistisch. Also ich habe einen davon. Wo ist meine Blush? Da. Das ist der Bronzer und dann habe ich doch noch den Blush. Da ist er. Das ist meiner und das ist der von Anna. Deswegen darf der rausfliegen. Dann zum Beispiel habe ich hier auch ein Bakit Bronzer drin gehabt. Der fliegt jetzt auch raus. Den benutze ich einfach nicht. Der ist mir zu hart gepresst und gibt auch mir nicht zu schöne Farbe ab. Deswegen darf der gehen. Und von Essence so eine, ja, Contouring-Palette. Ich greife nicht dazu. Ich werde nie das Mädchen sein, das ihre Nase konturiert. Das mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde, sogar auf Bildern sieht man das extrem, wenn man fotografiert wird. Ich weiß es nicht. Bin ich der Typ dafür? Dann hat mir Ille so einen Spiegel mitgeschickt. Ich weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Zum einen habe ich gedacht, voll praktisch, aber irgendwie, nee. Vielleicht um seinen Hinterkopf anzugucken. Auch nicht, ne? Geht auch weiter. Dann hat mir auch eben die liebe Anna noch so ein Meritz Highlighter geschickt. So sieht das Ganze aus. Ich muss gucken, dass er nicht runterfällt. So sieht er aus. Wirklich, irgendwie hat er was, aber ich werde nicht dazu greifen. Auch nicht als Lidschatten. Das war viel zu schade, wenn es bei mir vergammelt. Da freut sich bestimmt jemand anderes drüber. Ganz, ganz lieb von dir, meine Süße. Das war so herzig. Ich habe mich so mega gefreut. Ich hätte fast geweint. Allein die Karte, die hat mir schon echt. Die Karte ist in Ehren zu halten. Dann haben wir Manhattan Easy. Nee, das ist Clear Face Perfect Match Make-up. Mag ich nicht. Wenn ich das auftrage auf den Händen, dann abwasche, sind meine Hände so ausgetrocknet, ich will gar nicht wissen, wie mein Gesicht danach aussieht. Dann hatte ich noch in so einem Päckchen von ihr, oder in dem Päckchen drin, so Highlighter, Glow Cushion Creme Highlighter in Rosa, also in Pearl. Werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Ich habe Bronze und Gold, glaube ich, aufgehoben. Deswegen darf ein Ding gehen. Dann habe ich gesagt, probiere ich von Ille das hier aus. Mache ich aber nicht. Ich probiere es irgendwie nicht aus, wobei mich diese grüne catcht mich. Schaut mal, richtig geiles Grün. So an sich Glitzerschwarz, ja, was soll man damit, ne? Kann man nicht verblenden. Das sind relativ dunkle Töne. Ich habe sowas von NYX schon. Ich werde die weitergeben. Da freut sich echt ein anderes Mädel drüber. Aber habe ja noch eine von NYX, so eine dunkle Palette. Die behalte ich dann selber erstmal. Dann von Essence durfte ein Blush gehen. Das ist die 20 Bury Me Up. Ich habe denselben nochmal. Dann durfte auch gehen der Kajal von der lieben Jenny. Ja, benutze ich nicht. Leute, werde ich nicht so greifen. Und als Lip Liner ist er mir zu orange. Also zu gelbstichig, so dass meine Zähne auch gelbstichig wirken. Dann habe ich gedacht, ich hebe immer dieses Pinselset auf, um irgendjemanden zu schminken. Werde ich wahrscheinlich eh nie in meinem Leben. Und wenn, dann würde ich lieber diese Pinselhalter immer bevorzugen, denn der Transport für die ist ja viel besser da drin. Ich denke, dass ich eher das dann mitnehme und meine Pinsel mitnehme, wenn ich jemanden richten werde. Wie diese Tasche. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich werde ich sie eh nie benutzen. Deswegen mache ich sie jetzt mal weg. Dann hat die liebe Anna mir auch diese Ultra Eyeshadow in der Farbe Flawless geschickt. Die habe ich vor 2 Jahren auf dem Flohmarkt verkauft für einen Fünfer. Ja, es ist nicht so, dass sie mir nicht gefallen haben. Das Problem ist einfach,
dass ich nicht sehe, was drin ist. Dann nutze ich es noch weniger und deswegen darf die auch weiter wandern, so schade es auch ist. Und ich will dich auch nicht damit verletzen. So, Kind hat ihre Probleme mitgeteilt. So, dann habe ich hier ein Kosmetiktäschchen. Das habe ich bestimmt schon seit 10 Jahren bei mir rumfliegen. Ich finde das eigentlich grottenhässlich. Ich fand die Aufmachung gut, dass man es ganz groß aufmachen kann und nichts rausfällt, weil hier so gesichert ist. Da waren immer so Nagellackzubehör drin, also so Schablonen und Sticker. Das fliegt jetzt auch mal raus, braucht kein Mensch. Dann darf Maybelline ein Terra Sand gehen. Das ist so hart gepresst, da kommt nichts raus. Aber riechen tut es ganz, ganz fantastisch nach Maybelline Frühjahrs. Früher mal, ja, hat ein bisschen Glitzer, macht sonst nichts. Von Terra Naturi darf dieses schöne Puder gehen. Das ist ein Highlighter, das ist ein Back Golden Rose. Echt schön, wirklich sehr, sehr schön. Das Problem ist mit mir und Naturkosmetik, ich benutze es nicht. Es riecht ganz angenehm. Von Terra Naturi bin ich auch mehr begeistert als von den anderen. So, das machen wir mal dahin. Dann können wir nämlich hier die ganze Zeit reinmachen. Dann haben wir Goldens 20s. Das ist dieser wunderschöne Baked Eyeshadow und nicht Eyeshadow, sondern Blush. Wirklich ganz, ganz toll. Sehe ich gerade. Den werde ich nochmal behalten. Oh, ich hasse die Klattern mal. Den behalte ich nochmal. Der ist echt schön. Wirklich, gefällt mir sehr gut. Bleibt erstmal. Mann! Jetzt dachte ich, ich wäre so tapfer. Ich hasse es, wenn ich die Sachen dann nicht aus dem Sinn habe, aus den Augen, dann behalte ich sie doch. Rouge und Highlighter von Rival de Loup. War mir zu stark irgendwie pigmentiert. War eine tolle Farbe. Wird aber auch weitergehen. Hat mir irgendwie nicht so zugesagt. Dann haben wir hier ein Blush Touch of Peony. Ja, irgendwie kann ich damit nicht so richtig was anfangen. Es ist so ein, ja, highlightendes etwas. Dann der Prismatic Rainbow Highlighter. Das ist für mich eigentlich nur ein Geschmiere. War von den ganzen kitschigen Highlightern etwas, was man auch wirklich benutzen konnte. Aber so an sich echt schade. Ja. Ja, wird aber auch ausziehen. Ich habe den zweimal benutzt und war beide Mal nicht so aus dem Hocker gestürzt. Von daher darf der gehen. Dann darf auch der Rouge in der Farbnummer Secret Lovers gehen. Ich habe noch Manhattan Rouge und den werde ich auch behalten. Dann darf auch ausziehen Flamingo. Dazu greife ich nicht. Ich habe es einmal aufgebraucht, habe es nochmal nachgekauft, greife ich aber irgendwie nicht dazu. Und bevor der wieder so stinkt wie der letzte, gebe ich den lieber vorher ab, denn der ist echt schön. Der gefällt mir wirklich gut. Greife ich nur zu nie. Genauso wie Alterna Multicolor Bronzer. Tolle Geschichte. Greife ich nicht dazu. Dann hier, das ist wieder etwas, wo ich mir dann unsicher bin. Das sieht so aus hier oben. Ist der obere Swatch. Das ist Soft Glow. Greife ich nicht zu. Irgendwie bin ich, ja. Diese Palette habe ich auch in einem Tauschpaket gehabt. Das ist echt eine schöne Mini-Palette an Rouge. Ist auch was Cooles. Also es ist aber nur wieder eine Farbe mindestens dabei, die ich nicht drauf habe. Das ist die hier. Das ist ja ein Highlighter mit Lavendelstich. Lavendelstich und dann ist da noch grober Glitzer drin. An sich eine tolle Palette. Das ist 0,30. So an sich toll, aber wozu so riesen grobe Glitzerpartikel? Keine Ahnung. Dann haben wir hier noch einen Concealer, werde ich niemals zugreifen. Ich habe gedacht, ich probiere den aus, aber das stinkt mir zu sehr nach Alverde. Sensitive. Ja, der riecht... Nee, den mag ich nicht. Der ist auch noch 2 Jahre haltbar, von daher darf der auch ruhig gehen. Sonst wird er nämlich schlecht und man hat dann Pech. Dann haben wir Forever Nude. Das darf auch meine Sammlung verlassen. Schade, dass das nichts ist, aber guck mal die kackbraune Farbe an. Nee, das benutze ich nicht. Das lässt sich überhaupt nicht richtig schön verteilen. Uah, kommt die Wurst rausgeschossen. Also das geht auch direkt in die Tonne. Das ist echt ekelhaft. Bäh, jetzt schmier ich überall mir. Uah.
Da, so sieht die Farbe aus. Das ist doch nicht Medium, Mann. Das ist Black. Black, Black Love. So, dann haben wir noch einen Catrice Highlighter. Den einen benutze ich super gerne. Und den hier, der hat so einen rosa Stich. Rose Gold. Moment. Der sieht so aus. Benutze ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht freut sich jemand anderes drüber, weil die sind echt super pigmentiert. Toppen. Echt schöne Farbe. So, weiter geht's, solange mein Kamera mitmacht. Dann haben wir hier noch einen Pinsel, Augenbrauenpinsel. Ich habe von Zoeva, ich habe von BH Cosmetics zigtausend Augenbrauenpinsel. Ich brauche nicht auch noch einen von Essence, um ehrlich zu sein, ne? Dann habe ich hier diverse Sachen. Diverse Sachen. Lippenstifte wie auch Eyeshadow. Zum einen habe ich hier Ultimate Lips to Go. Das hatte ich erzählt gehabt. Das war auch bei ihr drinne, oder? Christina, war das auch bei dir drinne? Ich bin mir nicht mehr so sicher gerade. Ja, das darf weg. Das hier in Blau. Dann habe ich Stay All Day. Stimmt, ich habe von Christina noch ein paar Sachen beschlagnahmt. Schon reingemacht. Auch Schitte, Brigitte. Die waren alle noch von Christina. Das ist von Christina. Nütze ich nicht. Gibt bei mir so einen ganz, ganz komischen Schier. Dann das Quattro hier. In grün, super schön. Ein Lidschatten hat mich mal wieder gecatcht hier. Aber benutze ich nicht. Dann haben wir Blossom Dreams. Den werde ich auf jeden Fall auch abgeben. Alles. So, dann sind noch zwei wunderbare Lidschatten von ihr auch noch drin gewesen, von der Christina. Entschuldigung, hatte ich euch im Paket unterschlagen, fällt mir gerade ein. Das ist ja echt doof. Dann bei dem bin ich mir echt unsicher, ob ich den nicht doch behalten soll. Mensch, der ist so schön. Der ist so schön, den werde ich behalten von Mary Kay nochmal. Also es ist schon so ein Moment, wo ich alles aussortiere und wo es mich auch nicht stört. Manchmal, wenn es nicht da ist. Glossy. Nee, ich habe so viele Wimpern, habe ich gesehen. Ich müsste mal ein Update für euch machen, was ich für Wimpern habe. Die werde ich niemals tragen. Ich weiß auch nicht, wer die tragen soll, wer die erfunden hat, wer die überhaupt irgendwie. Die sehen so künstlich aus. Also richtige natürliche Wimpern halt. Nee. Dann haben wir eine Chrompalette, die ich auch aussortieren werde. Gefällt mir gar nicht. Und eine Magicia Forest oder sowas. So, werde ich auch nicht zugreifen, kenne mich einfach schon. Ich zeige euch einfach nur die größeren Gegenstände. Dann ein Lidschattenduo. Werde ich sicherlich nicht zugreifen. Das ist lila und ein Türkis, also so ein Grün. Dann haben wir dieses hier. Paula Dumna oder so. Nee, werde ich nicht zugreifen. Riecht mega lecker nach Schokolade, also so nach Make-up. Lidschatten ohne Matt. Nee. Dann ML. Den werde ich auch noch mal probieren. Kommt. Ich sortiere genug aus. Und dann sind hier noch so Lippenstifte. Ja, Lidschatten noch. Und Lippenstiftenprodukten. Die werde ich jetzt auch alle ausmischen. Also Lippenstifte mache ich in den Trash rein und Lipgloss kommt alles weg. Ich nutze einfach die hier nicht. Ja, die sind mir zu stark pigmentiert. Ich bevorzuge dann eher was Leichtes. Aber dein Bronzer sieht nicht schlecht aus. Noch eins. Ich hoffe, das ist nicht zu viel für euch. Dann haben wir Want Sunset Dreamers. Echt ein schöner Blush, greife ich nie zu. Er ist matt. Ich weiß es nicht. Dann haben wir nochmal dieses Terra Naturi Kosmetik Golden Rose. Irgendwie hatte ich das zweimal drin. Keine Ahnung warum. Dann haben wir einen wunderschönen Blush. Der ist echt toll. Die Palette habe ich auch schon abgegeben. Der Blush ist wirklich herrlich, nimmt mir aber zu viel Platz weg in der Kollektion, weil er halt eben so klobig ist. Ich weiß nicht, warum die so eine fette Verpackung machen müssen. An sich ein toller Blush. Kaffee. Runter damit. So ein kleines Pinselchen von Benefit hier zum Bronzen oder Highlighten benutze ich nie. Die Dinger fliegen immer nur raus. Lippenstifte.
Catrice und Astor. Astor finde ich stinkt. Astor stinkt brutal. Nach irgendeinem so Zusatz mag ich überhaupt nicht den Geruch von Astor. Dann habe ich Awage Get Sunset Metallic Blusher. Das ist für mich kein Blusher. Der ist so hell. Toll pigmentiert, aber er ist so hell. Wirklich schön. Ja, ein schön Glow-Zauberter. Also ich heb den nochmal auf. Ich hasse es, wenn ich euch was swatche. Dann hier Catrice Define Blushing oder so. Define Blushing kommt weg in der 02. Und dann haben wir noch Orient. Lights of Orient. Echt ein tolles Produkt. Sieht toll aus. Werde ich aber auf gar keinen Fall für meine Wangen benutzen. Dann haben wir hier noch Natural. Dann haben wir noch Wimpern von Red Cherry. Das ist eine XS. XS sind... Meine sind XS. Meine sind XS, da sehe ich nicht. Das ist nur für mich eine Verdichtung. Werde ich, denke ich, nicht tragen. Und dann auch diese hier sortiere ich aus. Die von Primark werde ich auch nicht anziehen. Leider nicht. Dann haben wir Catrice Strobing Blush. Irgendwie hat er was, aber irgendwie lasse ich das auch mit dem. Aber der Lidschatten von Mary Kay ist richtig schön. Ich weiß nicht, den werde ich auch nochmal behalten. Der scheint mir nicht matt zu sein. Ich hatte das in einem Moment gemacht, wo ich echt alles loswerden wollte. Ja, dann haben wir zwei Lidschatten, zwei Duos. Ja, dürfen wir auch gehen. Dann Good to Glow Highlighter ist ein echter Fail für mich. Richtiger Fail. Ein Lidschatten, schade drum. Ist irgendwie, ja, ein schöner Braunton. Ja, könnte auch als Highlighter durchgehen bei mir. Aber greife ich nicht zu. Leider, Niki, tut mir leid. Tut mir dann echt leid, aber dann greife ich auch nicht dazu. Ich habe mal überlegt, den aufzuheben, ja. Aber irgendwie... Im Sommer sieht das schon geil aus, aber wann trage ich im Sommer bitte so einen Blusher? Aber von der Textur richtig geil. Ich überlege es mir noch. Und dann hier Insta Blur Stick funktioniert bei mir nicht. Und Niki hat mir einen Lidschatten zugeschickt. Der ist total zerbröselt angekommen. Ich habe den neu gepresst und seitdem kann man den auch wieder benutzen. Und der ist echt schön. Den dunklen Make-up-Look. Oh. Lipgloss fliegt aber gleich in die Tonne. Und dann haben wir noch ein Rouge Tint von Alverde. Finde ich echt schön, riecht auch ganz angenehm, aber ganz ehrlich, Alverde kippt so schnell um. Vielleicht freut sich jemand anderes. Es ist noch 2 Jahre haltbar. Schaut mal, ist echt schöner Tint. Oder soll ich den doch nochmal behalten? Ich behalte ihn mal. Ich habe wieder 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Und die 2 Lippenpflege sind für mich ein Flop. Die schmeiße ich auch weg. Die funktionieren gar nicht. Und dann habe ich noch so ein kleines Pinselchen. Den mag ich auch nicht. Somit haben wir alles deklattert. Ich bin ganz zufrieden, dass...